Unser aktuelles Stürmerproblem, wer schießt denn nun die Tore gegen Leipzig? Darüber reden wir nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Renico. Ja, meine Freunde, ich hatte euch gerade eben gefragt gehabt bei Instagram, wie das denn aussieht. Wen würdet ihr gerne gegen Leipzig bei uns im Sturm sehen? Und habt mir da mal zwei Antworten rausgesucht. Und zwar einmal von Max Rau. Erstmal Grüße an dich. Selke, weil er aktuell die größte Präsenz auf dem Platz bringt. Gerne daneben Sargent und Leo. Ich hatte ja auch schon mal gesagt gehabt, oder beziehungsweise auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, mich dazu geäußert, dass ich auch Sargent eher neben einem Stürmer sehen wollen würde. Es ist natürlich irgendwo, dass man schon die Hoffnung hat, dass wenn Sargent als Mittelstürmer spielt, die Dinger auch macht und dadurch halt mehr Selbstbewusstsein alles kriegt. Na klar, bin ich bei euch. Aber ich denke auch, dass neben Sargent, beziehungsweise in der Spitze vorne, macht es eigentlich schon Sinn, wenn man da einen Spieler wie ein Davie Selke, der vielleicht jetzt gegen Leipzig nochmal mehr brennt, oder auch ein Füllkrug, wenn er denn wieder fit ist, hat, der halt dann die Dinger macht. So, Sargent ist nämlich nun mal aktuell viel mehr dafür bekannt, dass er arbeitet, anstatt dass er Tore schießt. Müssen wir so hart sagen. Dann haben wir noch eine Nachricht und zwar von Luca, der geantwortet hat: Selke und Sargent. Warum habe ich die beiden als allererstes genommen? Das waren die ersten beiden, die darauf geschrieben haben. Und ja, deswegen habe ich die beiden jetzt auch ins Video mit reingenommen. Und wie gesagt, Grüße gehen nochmal raus an euch, Max und Luca. Schön, dass ihr da auch direkt reingeschrieben habt. Und ja, jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Meinung. Das war jetzt die Meinung von denen. Jetzt kommt meine persönliche Meinung. Ich finde, dass unser aktuelles Stürmerproblem momentan sehr, sehr auffällig ist. Nicht nur vor dem Tor, sondern gerade wie spielen wir die Sachen raus? Wie viele gefährliche Aktionen haben wir denn, dass ein Stürmer diese nutzen kann? Und da ist die Antwort nicht viele. Jetzt kommen wir zu meiner Idee. Wenn wir wieder gegen Leipzig im 4-2-3-1 spielen sollten, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht, aber wenn, würde ich Osako raustun, auf diese Position, auf die klassische Zehner-Position Romano Schmid reinbringen, denn er hatte auch schon jetzt im letzten Spiel gezeigt gehabt, als er reinkam, dass er jemand ist für Kreativmomente, der einfach dann da ist, der vielleicht auch mal einen Risikoball macht, also einen Risikopass macht, aber dass vielleicht auch ein Ball in die Schnittstelle sein kann, um den Gegner weh zu tun. So, und ein Zehner ist nicht unbedingt immer derjenige, der jeden Ball anbringt. Ein Zehner ist der, der Kreativimpulse setzt. Und gerade das könnte ich mir bei Romano Schmid extrem gut vorstellen. Wirklich extrem gut, dass er das Spiel aufbaut. Da wird der eine oder andere Fehlpass vielleicht dabei sein, aber wie gesagt, wenn die Dinge ankommen, können die sehr gefährlich werden und das muss unser Ziel sein, wieder gefährlicher zu werden. So, natürlich brauchst du dann Leute, die halt auch treffen. Wie gesagt, ich habe gerade eben schon gesagt, wenn wir jetzt im 4-2-3-1 bauen würden, würde ich Romano Schmid auf die 10 tun. Auf den Außenpositionen würde ich dann tatsächlich Sargent und Bittencourt reinstellen. Bittencourt auf seiner gewohnten rechten Seite, Sargent auf der linken Seite. Sargent als mehr Arbeiter, als Arbeiterstürmer, natürlich auch jemand, der mit nach vorne reingehen kann, aber wie gesagt, er arbeitet die Linie hoch und runter, hat da einen starken Part hinter sich mit Augustinsson, der eben auch viel über die Seite macht. Und auf der rechten Seite würde ich gerne Leonardo Bittencourt wiedersehen. Ja, auch ein Moment, ein Spieler, der viele Kreativmomente haben kann und vielleicht auch mal jemand, der gerade gegen Leipzig auch aus der zweiten Reihe, ja, es versucht und vielleicht auch trifft mit Glück. Und vorne drinne würde ich dann tatsächlich gegen Leipzig auf Selke auch setzen. Aus dem Grunde nicht, weil ich jetzt sage, boah, der hat es getroffen jetzt, ne? Sondern es ist sein Ex-Verein. Ich finde, wenn man Leuten wie eben auch Osako immer wieder eine zweite Chance geben kann und gibt, dann sollte es auch möglich sein, dass wir einem Davie Selke noch eine Chance geben, in der Startelf sich zu beweisen gegen seinen Ex-Club. Ja, und ob das dann am Ende gut geht oder nicht, werden wir dann sehen. Aber das wäre eine Idee von mir. Natürlich kann es auch sein, dass wir in Fünferkette spielen, eben weil wir gegen Leipzig spielen. Würde mich auch nicht so sehr überraschen. Aber dazu werde ich dann noch mehr erzählen morgen meiner Prognose auf Leipzig.
Heute, wie gesagt, ist die Frage mehr, was können wir machen, damit wir wieder treffen? Es ist halt das nächste Spiel jetzt gegen Leipzig, aber es ist halt eine allgemeine Frage. Was können wir in Zukunft machen, damit es wieder läuft? Wen würdet ihr in der Offensive integrieren? Wen würdet ihr auf einmal wieder spielen lassen, reinbringen? Was auch immer. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ein fettes, fettes Lob geht an euch raus. Letztes Video habt ihr wahnsinnig viele Kommentare geschrieben, auch richtig lange Kommentare. Auch wirklich von wirklich ganz, ganz viel pro Kofeld, auch negativ Kofeld. Dann zwei, drei Leute, die auch geschrieben haben, verstehen die Frage gar nicht. Ja, dann lest die Kommentare durch. Ihr seht, es ist wirklich geteilte Meinung, auch bei der Instagram-Umfrage. Es war sonst immer sehr, sehr deutlich, was Kofeld anging. Jetzt ist es irgendwo nicht mehr so. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ich bin pro Kofeld. Und ja, schaut euch das letzte Video an. Macht da gerne auch nochmal mit. Jetzt zum guten Abschluss des Videos habe ich noch eine Bitte an euch. Und zwar, da habe ich gestern eine Umfrage, meine erste Umfrage hier auf YouTube gestartet. Also geht gerne auf den Tab Community. Da ist eine Umfrage. Und zwar, ob wir jetzt einmal die Woche FIFA auf diesen Kanal bringen wollen. Im Sinne von Karriere eventuell. Ja, schreibt mir gerne, ach Gott, schreibt mir gerne, stimmt da gerne ab und ja, dann werden wir gucken, was die Zukunft bringt. Wir sehen uns morgen bei der Prognose wieder. Euer Nico, ciao.